Hallo und moin, willkommen beim Mobitest. Hier ist Markus und willkommen zum Amazfit Active Unboxing und Einrichten. Die Amazfit Active. Ich werde ja nach und nach wirklich zu einem Amazfit Fan. Die Amazfit Cheetah, Testbericht ist unten verlinkt, habe ich ausführlich genutzt. In zwei Varianten, in der runden und in der eckigen Variante. Ich bin eher ein Freund von runden Uhren. Und dann die Amazfit Bip. Und wir beim Mobitest lieben Amazfit sowieso seit Jahren. Und jetzt die Amazfit Active. Und die ist sehr spannend, denn sie ist nicht sehr teuer. 130 Euro zurzeit. Damit liegt sie in 50er über zum Beispiel der Amazfit Bip. Und man stellt sich dann die Frage, was bekommt man für ein 50er mehr? Und Amazfit hat ja mittlerweile seine Produkte auf der Webseite geclustert. Wir haben zum Beispiel die Essentials Serie. Dort befindet sich die Amazfit Bip, das Amazfit Band. Wir haben die Performance-Serie mit der Falcon und der Cheetah, also eher sportliche Uhren. Adventure-Uhren, die T-Rex und die T-Rex Pro. Dort befinden uns dann auch im Bereich von 500 Euro Uhren. Die Amazfit Active läuft unter Lifestyle. Ich erwarte mir eine ganze Menge davon. Wir machen das jetzt wie immer. Wir packen jetzt die Uhr zunächst mal aus, dann installieren wir die dazugehörige App, verbinden die Uhr mit unserem Smartphone, laden etwaige Updates runter, schauen uns die Uhr genau an, schalten sie das erste Mal ein, wie ist das Display und so weiter und so weiter. Und ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. AI-powered Coach, den ZEP-Coach mit verbaut. Den habe ich bei der Amazfit Cheetah bereits ausführlich getestet. Wenn euch das interessiert, wie dieser Trainer funktioniert, dann schaut euch mal das unten verlinkte Video an. Die Verpackungen werden von Amazfit auch immer besser. So, hier, seht mal hier, auf der Seite befinden sich das Ladezubehör. Wollen direkt gucken, womit das geladen wird. Mit der üblichen Amazfit-Ladeschatulle, leider Gottes, und die Papiere. Ziehen wir das Papier mal ab. Der Ladestecker. Okay. Okay, so sehen die Sensoren bei einer 19 Uhr aus und so bei einer Amazfit. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Wir sehen sehr große Dioden, scheinen recht hell zu sein. Der Unterboden ist Kunststoff, also wir sehen, das Gehäuse ist hier zweigeteilt. Wir haben hier oben Aluminium, unten Kunststoff. Mir würde es ein bisschen besser gefallen, wenn die Armbänder ins Gehäuse übergehen. Aber okay, das ist okay. Die Schließe, handelt sich dabei um eine Kunststoffschließe. Die Armbänder sind wechselbar. Wollen wir kurz gucken, wie der Magnet. Ja, alles okay. Wollen wir sie mal anschalten? Und dann können wir hier gleich unsere ZEP-App runterladen. ZEP-App Amazfit. Die haben wir dann hier installieren. Englisch, Spanisch, Deutsch. Hier haben wir jetzt den QR-Code. Jetzt können wir die Amazfit-App, die ZEP-App öffnen. Wir loggen uns jetzt mit unserem Konto ein oder wir registrieren uns. Verstanden. Bei Benutzung der App. Zulassen, zu den Einstellungen. ZEP. Zulassen. Das müssen wir jetzt machen. Das heißt, wir lassen jetzt Benachrichtigungen auf der Uhr zu. Denn ja, auf dieser Uhr können auch Benachrichtigungen zumindest gelesen werden und wahrscheinlich sogar mit vordefinierten Antworten beantwortet werden. Wollen wir uns die Uhr nochmal anschauen, das Display. Okay. Wir sehen hier diese beiden, das ist okay, das finde ich schön.
ein Ausschalter, dieser rote Punkt, der da abgesetzt ist, also dieser rote Strich. Die beiden Punkte hier, diese beiden Öffnungen, da scheinen das Mikrofon zu sein. Auf der Seite den Lautsprecher. Wir werden also mit dieser Uhr auch telefonieren können, allerdings wahrscheinlich nur, wenn das Smartphone verbunden ist. Jetzt machen wir das Übliche. Wir brauchen jetzt Zugriff auf die Kamera, um diesen Code zu scannen bei Benutzung der App. Und jetzt geht es ganz schnell. Gerät wird verbunden, Kopplung mit Bluetooth. Da ist es auch schon, Zugriff koppeln. Und jetzt müsste die Kopplung durch sein. Gerät wird gekoppelt, Amazfit Active wird mit der Zap-App gekoppelt. Tippen Sie auf das Häkchen-Symbol, jawohl. Und jetzt müsste das Ding durch sein. Ja. Ah, also ist eine Systemaktualisierung da, und zwar auf die Versionsnummer 3.17.01 und 14 MB. Das ist nicht groß, aber ich melde mich dann gleich wieder, weil wir sehen hier schon, Download läuft, warten Sie circa 10 Minuten, und ich weiß aus Erfahrung, das dauert tatsächlich so lange. Also bis gleich. So, und da sind wir dann auch wieder. Das System sollte mittlerweile aktualisiert sein. Was ist neu? Dann können wir direkt mal einen Blick auf das Display werfen. Und das Display, ja, dann sind wir natürlich sofort weit entfernt von diesen 20, 30, 40 € Uhren. Das Display sieht gut aus. Es scheint auch vermittelt zu sein. Also es scheint in der Mitte Gesundheitsüberwachung zeigt, ob Ihr Körper auf den neuen Tag vorbereitet ist. Das ist spannend. Müssen die folgenden Einstellungen zur Gesundheit aktiviert sein? Automatische Überwachung der Herzfrequenz. Überwachungsfrequenz muss auf 1 Minute eingestellt sein. Zurzeit ist sie auf 10 Minuten eingestellt. Dann stellen wir sie auf 1 Minute. Das kostet natürlich mehr Akku. Überwachung der Herzfrequenz, automatisch Stressmonitor, kostet auch mehr Akku. Überwachung der Atemqualität während des Schlafes kostet auch mehr Akku. Schlafüberwachung dann. Wenn wir von oben nach unten kommen, wir mal zur Bedienung selber. Von oben nach unten, wie üblich, kommen wir in die Einstellungen. Hier können wir das Display heller machen. Wir sehen, das geht sehr gut hell. Ist natürlich nervig, das auf diesem kleinen Uhrendisplay zu machen, aber wir können das Ganze natürlich auch in der App machen. Und gehen direkt mal in die Ziffernblattheke und schauen uns mal an. Na, ist die Weihnachtszeit ist vorbei. Welche Ziffernblätter? Roman Holiday kostenlos. Synchronisieren. Das ging wirklich fix. Wie trägt sich denn die Uhr? Binden wir sie mal um. Sehr leicht. Trägt sich gut. Trägt sich wirklich gut. Sperren und nein, möchte ich nicht. Seitlichen Knopf lange drücken. Alexa, ich möchte den Alexa. One-Tap-Messung. Warte mal, Training natürlich. Ich möchte eigentlich, wenn ich den Knopf seitlich drücke. Ah, hier sind die Apps. Ah, guck mal, das Display ist wirklich schön hell. Und wir haben hier eine ganze Menge Apps, oder? Eine ganze Menge Widgets, da kümmern wir uns mal drum, wenn wir zum Test kommen. Und natürlich wird es für diese Uhr einen Test geben. Das heißt, ich würde euch empfehlen, folgt uns einfach, lasst uns ein Abo für diesen Kanal da, damit ihr das Testvideo zur Amazfit am Active nicht verpasst. Also, meine Lieben, vielen Dank bis hierher. Das war Markus vom Mobitest. Wenn ihr das Testvideo zur Amazfit Active nicht verpassen wollt, lasst diesen Kanal doch ein Abo da. Und ansonsten hören wir uns jeden Sonntag in eurer Podcast-App, der Mobitest Podcast, der Technik Podcast. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Abo nicht vergessen. Markus von Mobitest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.